Mein Name ist Marco Büchel, ich bin ehemaliger Skirennläufer und Kitzbühel-Gewinner und nach wie vor fetze ich unglaublich gerne über die Pisten dieser Welt. Patrick, erzähl mal was von dir. Mein Name ist Patrick Ortlieb, ehemaliger Alpinskirennläufer. Ich hatte sehr viel Glück in meiner Karriere, durfte Kitzbühel gewinnen, durfte die Olympischen Spiele gewinnen, Weltmeister bin ich auch noch geworden. Skifahren ist einfach die größte Leidenschaft für mich und ich schaffe es immer noch auf 150 Skitage im Jahr. Das ist ein mächtiges Fetzen, was wir da machen. Eine spielerische Sache, nicht? Ja, Marco, du sagst es. Man fährt los, steht auf den Ski drauf. Der erste Eindruck ist ja Wahnsinn. Das geht alles spielerisch leicht. Da, ja, ich denke mir gerade, Leute, die nicht so viel Ski fahren, die tun sich so viel leichter und ja, werden noch mehr gute Skifahrer unterwegs sein. Also du meinst, der erste Eindruck vom V-Shape V10, der ist geglückt? Für mich auf jeden Fall und ich denke mal, selten so viel Spaß auf Anhieb gehabt. Mhm. Ich habe ja nicht gewusst, was mich erwartet. Ich kriege da einen neuen Ski an die Füße geschnallt, super leicht, easy Handling, aber trotzdem die Performance passt. Sobald den Ski leichten Drehimpuls gibst, der zirkt auf der Kante, fahrt sauber dahin und einfach macht Spaß. Spürst du, dass der Ski so leicht ist? Ja, das merkst, du beim Tragen, dass er leicht ist. Ja. Du merkst am Lift, dass er leicht ist. Du schaust aber runter, fällt der Ski, aber beim Fahren im Gegenteil. Also überhaupt super Kontrolle. Der liegt satt im Schnee. Da muss richtige Hightech-Konstruktion drin sein, dass er das hergibt. Ich sehe, dir macht das Spaß. Gell? Ja, der macht so viel Spaß. Ja. Der V-Shape, diese V10, der ist ja von der Bindung nach vorne, läuft er so schön wie ein V nach vorne und hinten ist er nicht allzu breit. Spürst du das, dass er da hinten nicht zu stark zumacht, sondern dass er die freilässt, dass er gut einsteuert und leicht zu fahren ist? Deshalb? Ja, er macht den Sprung zum Schluss nicht zu und dadurch ist er extrem kräfteschonendes Skifahren ermöglicht das Ganze. Mhm. Aber wie gesagt, er dreht halt leicht ein, man kann enge Radien fahren. Und das Ganze geht spielerisch von der Hand. Noch ein letztes Wort zum Schuh. Nexo Light 120, leichter Schuh, aber trotzdem genügend Stabilität. Ja, du hast jetzt leicht angesprochen. Es ist einmal primär das Gewicht. Der leichte Skischuh ist ein ganz neues Gefühl. Und trotzdem gibt er genau die Verbindung zwischen Ski und Körper, die ich mir wünsche. Und sozusagen die Abstimmung von diesem Ski und den Schuh und meinem bescheidenen Können ist genau das Richtige.